Sehr geehrter Herr Staatsminister, sehr geehrte Ehrengäste, liebe Angehörige, Freunde, Unterstützer der Universität Regensburg hier im Auditorium Maximum und ebenso liebe Freunde, Angehörige und internationale Partner der Universität Regensburg am Livestream im Internet. Sie haben gerade den Imagefilm der Universität Regensburg vom Mai 2017 gesehen, einen Imagefilm, der in knapp 5 Minuten schon so viel über die Wissenschaften, die Vielfalt und die Weltoffenheit unserer Universität in ihrem 50. Jubiläumsjahr sagt, dass es eine Ansprache des Präsidenten eigentlich gar nicht mehr braucht. Und vielleicht schon gar nicht zwischen den wunderbaren Grußworten zum heutigen Dies Academicus 2017, für die ich herzlich danke, und dem nachfolgenden Festvortrag von Ihnen, lieber Herr Professor Prenzl, auf den ich mich zusammen mit Ihnen allen sehr freue. Aber so einfach werden Sie mich wohl kaum davonkommen lassen, und mit Fug und Recht erwarten Sie gerade im Jubiläumsjahr eine Ansprache und einen Bericht des Präsidenten. Zudem ist es mir stets eine große Freude, über die Universität Regensburg und ihre Erfolgsgeschichte zu sprechen, über die vielen großartigen Menschen in den unterschiedlichsten Arbeitsbereichen unseres einzigartigen Campus und weit darüber hinaus, über ihre weithin anerkannte wissenschaftliche Leistungsstärke in Forschung, Lehre und Transfer, über ihre wunderbare Vielfalt und die freie Gemeinschaft im besten Sinne der Universitas als Humanitas, Communitas und Libertas. Und natürlich über ihre gegenwärtig aktuellen Handlungsfelder und ihre vielversprechenden Perspektiven für eine ebenso vielversprechende Zukunft. Eine Gegenwart und Zukunft, die auf das in den vergangenen 5 Jahrzehnten von so vielen Menschen Geschaffene und Erreichte mit großer Dankbarkeit gründet und aufbaut. Gerade aus dem letztgenannten Grund, dem Bewusstsein und der Verpflichtung, dass wir unsere Freude und auch unseren Stolz vielen Menschen vor uns und neben uns verdanken, wollen wir zunächst denjenigen in unserer universitären Gemeinschaft gedenken, die im vergangenen Jahr verstorben sind. Ich darf Sie bitten, sich im Gedenken zu erheben. Seit dem Dies Academicus 2016 verstarben Ulrich Alberts, Professor Dr. Dietrich Birnbaum, Professor Dr. Armin Buschauer, Christian Gerdes, Professor Dr. Klaus-Dietrich Heckmann, Professor Dr. Rupert Hofmann, Marinus Klenk, Dr. Hans Lobmeier, Professor Dr. Frank Pilz, Professor Dr. Wilhelm Brettel, Professor Dr. Heinrich Rubner, Friedrich Schädel, Johannes Schmid, Sabine Schneider, Professor Dr. Georg Schüttermeier, Professor Dr. Ernst Otto Heinrich Steinborn, Privatdozentin Dr. Karin Tschöppel. Ich danke Ihnen. Meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Gäste der Universität Regensburg, Vizepräsidentin Leist, seit 1. Oktober 2017 Vizepräsidentin für Netzwerke, Transfer, Öffentlichkeit, hat sie eingangs für die Universitätsleitung begrüßt. Zusammen mit meinen Kolleginnen und Kollegen in der Universitätsleitung, darunter auch die beiden jetzt in ihre jeweils dritten Amtszeiten wiedergewählten Vizepräsidenten Korber und Weber, sowie der Kanzler der Universität Regensburg, Dr. Blomeyer, freue ich mich sehr, dass so viele von Ihnen zum Dies Academicus 2017 in unser Audimax gekommen sind, zum universitären Höhepunkt der Festlichkeiten, zur 50. Wiederkehr des Beginns des Vorlesungsbetriebs im Wintersemester 1967-68. Wir haben in der Gesamtchoreografie des Festjahres 2017 wahrlich schon einen großartigen Festreigen hinter uns. Und es liegen noch ebenso schöne Veranstaltungen vor uns. Sie sehen hier einige Eindrücke von den bisherigen zentralen Großveranstaltungen zum 50. Jubiläum. Es begann im Januar mit den beiden gemeinsamen Neujahrsempfängen von Stadt Regensburg und Universität Regensburg
als Ouvertüre, die das gewinnbringende und erfolgreiche Zusammenspiel von Stadt und Universität über die Geschichte der Universität Regensburg hinweg und mit Gewissheit auch in die Zukunft hinein betonten. Höhepunkt im Sommersemester 2017 war am 19. Mai der glanzvolle Festakt von Stadt und Universität im historischen Reichssaal mit der Festrede von Staatsminister Dr. Spaenle. Und Ende Juni feierten wir bei angemessen strahlendem Sommersonnenschein das Bürgerfest der Stadt Regensburg inmitten des UNESCO-Weltkulturerbes und das Sommerfest der Universität Regensburg im Herzen unseres Campus. Gleichzeitig läuft seit dem Sommersemester 2017 in allen Fakultäten eine Vielzahl von Einzelveranstaltungen und Veranstaltungsreihen, welche die akademische Vielfalt und den wissenschaftlichen Reichtum unserer Alma Mater auch einer breiteren Öffentlichkeit vor Augen führt. Sie sehen hier exemplarisch und notgedrungen ausschnitthaft einige Schlaglichter. Auf eine hochkarätig besetzte Podiumsdiskussion mit Professor Dr. Solders von der Harvard University zur gesellschaftlichen Rolle und Verantwortung der Geisteswissenschaften im Thon-Dittmer-Palais. Einen Vortrag des französischen Mathematikers, Parlamentsabgeordneten und Fields-Medaillenträger Cedric Viani im Neuhaussaal des Regensburger Theaters. Eine Veranstaltung des Alumni-Vereins der Fakultät für Wirtschaftswissenschaften zusammen mit Kollegen aus den Rechtswissenschaften, mit dem Regensburger Alumnus, Ehrendoktor und Direktor des Europäischen Stabilitätsmechanismus Dr. Klaus Regling und die Rückkehr des weltberühmten amerikanischen Physikers, Informatikers und Kognitionswissenschaftlers Douglas R. Hofstetter in die Regensburger Physik, wo er als Gastwissenschaftler Mitte der 70er Jahre wirkte und kurz vor der Publikation seines mehrfach preisgekrönten Bestsellers Gödel, Escher, Bach den sogenannten Hofstetter-Schmetterling, den Hofstetter-Butterfly, entdeckte. Und schließlich gab es eine Fülle an Veranstaltungen mit den zentralen Einrichtungen und mit wichtigen Partnern, wie zum Beispiel Veranstaltungen zu unseren internationalen Studiengängen mit Präsidenten unserer internationalen Partneruniversitäten, deren Repräsentanten ja auch heute besonders zahlreich unter uns weilen. Zum Jubiläum der elektronischen Zeitschriftenbibliothek EZB in der UB, im Zusammenhang des ebenfalls in diesem Jahr begangenen 25. Jubiläums des Universitätsklinikums, im Zusammenhang mit dem Jubiläum des Studentenwerks Niederbayern-Oberpfalz. Und natürlich gab es und gibt es weiterhin wunderbare Veranstaltungen im kulturell extracurricularen Bereich mit unseren Theatergruppen und unseren Musikensembles, die ja auch den Jubiläumsdies musikalisch begleiten. Meine sehr geehrten Damen und Herren, Sie sehen, die Universität Regensburg versteht es, ihr 50. Jubiläum zu feiern. Sie tut dies mit einem Programm, das im wahrsten Sinne des Wortes programmatisch ist. Als Ausdruck unseres Selbstverständnisses als Volluniversität, mit dem breit ausgespannten wissenschaftlichen Spektrum und dem persönlichkeitsbildenden Reichtum der Universitas Literarum. Im Bewusstsein des mit hoher Verantwortung versehenen Privilegs universitärer Frei- und Spielräume und der Wissenschafts- und Forschungsfreiheit, die gerade in unserem Jubiläumsjahr, im Jahr des Science March und in Zeiten postfaktischer Bodenlosigkeiten vielerorts in inakzeptabler Weise in Bedrängnis, ja in konkreter Gefahr sind. Und als Manifestation unseres Selbstverständnisses als größte und leistungsstärkste Hochschule in Ostbayern. Verantwortungsvoll in der Region verankert und international ausstrahlend. Naturgemäß, und es wurde schon erwähnt, haben wir in den vergangenen Monaten vielfach zurückgeblickt auf die Geschichte und auf die Entwicklung der zwar schon 1487 im Zeitalter der großen europäischen Universitätsgründungen geplanten, aber dann erst im Jahre 1962 durch einen Beschluss des Bayerischen Landtags gegründeten und zum Wintersemester 67-68 offiziell eröffneten Universität Regensburg. Wir haben zurückgeblickt auf die Entwicklung von einem keineswegs unumstrittenen und von manchen Kritikern als Luftschloss verspotteten, aber dennoch von vielen engagierten Menschen unbeirrt, tatkräftig und kreativ vorangetriebenen Gedankengebäude auf der damals noch freien Wiese im Regensburger Süden hin zu einer hochmodernen und weithin renommierten Universität auf einem oftmals preisgekrönten und in dieser Form in Deutschland architektonisch einzigartigen und lebendigen Campus. Und in guter und fruchtbarer Nachbar- und Partnerschaft nicht nur zur Stadt Regensburg,
sondern in besonderer Weise natürlich zum Universitätsklinikum Regensburg sowie zur Ostbayerischen Technischen Hochschule OTH und zu Einrichtungen wie dem Biopark und der TechBase Regensburg, mit denen wir im Bereich des Wissens- und Technologietransfers bei Ausgründungen und Spin-offs und bei Groß- und Zukunftsthemen wie Digitalisierung und IT in vielerlei Hinsicht und sehr gut kooperieren. Wir haben vielfach zurückgeschaut auf eine Erfolgsgeschichte, die sich bilanzartig in knappen, aber bedeutsamen Zahlenpaaren fassen lässt. Zahlenpaare, die die Leistungen und den unermüdlichen Einsatz aller Professoren, Mitarbeiter, Studierenden der Universität Regensburg sowie aller ihrer Unterstützer, Förderer und Stifter über die Jahrzehnte hinweg auf ihre eigene Art greifbar werden lassen. Nur zu gerne wiederhole ich daher auch am heutigen Dies Academicus, am Jubiläums-Dies Academicus, den Dank der Universität Regensburg an all diejenigen, die die Universität Regensburg oft gegen vielfache Widerstände und Unwägbarkeiten möglich gemacht und in die Welt gesetzt haben. Und an all diejenigen Männer und Frauen, die diese Universität mit großer Weitsicht konzipiert und über die vergangenen 5 Jahrzehnte mit anhaltender institutioneller Unterstützung und hohem persönlichen Einsatz fortentwickelt haben. Dank an die damaligen und heutigen Unterstützer und Verantwortungsträger in der Stadt Regensburg und in der Region. Dank an die Mandatsträger im Landtag und an die Verantwortlichen in Politik und Staatsregierung und besonders in unserem Wissenschaftsministerium, die den Aufbau und die Entwicklung der Universität mit der unabdingbaren Finanzierung und Ausstattung versorgt haben, dies nach wie vor tun und ganz gewiss auch in die Zukunft hinein tun werden. Dank an die zahlreichen Unterstützer und Förderer aus der Wirtschaft und aus den Unternehmen, an unsere Alumni, Mäzene, Stifter und Sponsoren, mit deren Hilfe und Großzügigkeit unsere Vorgänger und wir selbst sehr viele Ideen und Vorhaben realisieren konnten, die aus Staats- oder Drittmitteln nicht oder nicht in der gleichen Weise hätten umgesetzt werden können. Stellvertretend seien hier die Universitätsstiftung Hans Vielbert sowie der Verein der Freunde der Universität Regensburg e.V. genannt, der bekanntermaßen nach dem Zweiten Weltkrieg als Kampfverein für eine Universität in Regensburg gegründet wurde und der bis heute die Universität Regensburg überaus engagiert unterstützt, allein im Jubiläumsjahr 2017 mit weit über 100.000 Euro. Und Dank an alle Universitätsangehörigen in allen Bereichen der Universität und an die ehemaligen und derzeitigen universitären Amts- und Funktionsträger dafür, dass sie das Potenzial der Universität Regensburg entfaltet und unsere Alma Mater zu dem gemacht haben, was sie heute ist und in Zukunft noch werden wird. Es ist an uns, es ist unsere Verpflichtung und Verantwortung, das Geschaffene und Gewachsene in die Zukunft fortzuführen und weiterzuentwickeln. Mit dem gleichen Mut und mit der gleichen Besonnenheit und vor allen Dingen mit der unabdingbaren Offenheit für Wandel und für Veränderung als Grundbedingung von Universität und Wissenschaft. Die Universität Regensburg wird weiter wachsen. Keineswegs allein in einem quantitativen, potenziell reduktiv ambivalenten Sinne, sondern vor allem und zuvorderst in einem qualitativen, struktur-, werte- und erkenntnisorientierten Verständnis. Zukunft und Wissen sind untrennbar miteinander verbunden. Wissenschaft und Zukunftsfähigkeit bedingen einander. Diese Maxime leitete die Gründung der Universität Regensburg und diese Maxime prägt unsere Alma Mater nach wie vor und in die Zukunft hinein. Meine sehr geehrten Damen und Herren, seit Beginn des Vorlesungsbetriebs vor 50 Jahren haben Generationen von Studierenden das Fundament ihres akademischen, beruflichen und auch persönlichen weiteren Lebenswegs an der Universität Regensburg gelegt und die Geschichte und das Gesicht unserer Universität mitgeprägt. Auf der Folie sehen Sie die Entwicklung der Studierendenzahlen der Universität Regensburg. Vom Beginn des Vorlesungsbetriebs am 7. November 1967 in bekanntermaßen hochschul- und gesellschaftspolitisch turbulenten Zeiten bis zum laufenden Wintersemester 2017-18 in auch nicht gerade ganz ruhigen Zeitläufen. Von den bereits genannten 661 auf nunmehr 21.416. Wie andere Universitätsgründungen in jener Zeit auch, sollte die Universität Regensburg für den ostbayerischen Raum Bildungspotenziale erschließen, Erstakademisierungsprozesse befördern und Aufstiegsmöglichkeiten eröffnen, sowie als kulturelles Zentrum
und sozioökonomischer Impulsgeber für Zukunftsentwicklung wirken. Gesellschaftlich emanzipatorische Aufgaben, denen sie über die Jahrzehnte hinweg überaus erfolgreich nachgekommen ist. So zeigt eine kürzlich erschienene Studie von Professor Dr. Möller, Inhaber des Lehrstuhls für Volkswirtschaftslehre an der Universität Regensburg und Direktor des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung IAB und Nürnberg, und Christoph Rust, die Verbindung zwischen dem Verbleib vieler Absolventinnen und Absolventen der Universität Regensburg in unterschiedlichen Rotintensitäten auf der Grafik zu erkennen, in Stadt und Region einerseits und der erfolgreichen wirtschaftlichen Entwicklung Ostbayerns andererseits. Die Studie liegt nachher kostenlos im Foyer aus. Wenn unsere Studierendenzahlen in den vergangenen Jahrzehnten beständig angestiegen sind und im Wintersemester 17/18 deutlich über 21.000 Studierende bei uns studieren, darunter auch mehr als 1.700 internationale, dann zeugt dies die Attraktivität und die Leistungsfähigkeit unseres Studienangebots für viele junge Menschen, zugleich aber auch die Erwartungen und Zukunftshoffnungen dieser vielen talentierten und motivierten jungen Menschen. Unsere Studierenden erwarten und verdienen innovative, curricular zukunftsfeste Studiengänge und eine an den positiven Implikationen des altehrwürdigen Begriffs der Bildung orientierte Vorbereitung auf das vor ihnen liegende berufliche und persönliche Leben. Universitären wissenschaftlichen Studiengängen und der an der Universität Regensburg seit jeher betonten akademischen und extracurricularen Persönlichkeitsbildung kommt eine besondere gesellschaftliche und gesellschaftspolitische Bedeutung zu. Und dies besonders und gerade in Zeiten von weltpolitischen und sozialen Unsicherheiten, Terrorismus und totalitär militanten Ideologien. In Zeiten von Anfeindungen demokratischer Ordnungen und Werte, selbst in europäischen Nachbarländern. Und in Zeiten gesellschaftspolitisch drängender Fragen und fremdenfeindlicher Irrungen und Verblendungen auch in Deutschland. An der Schwelle zu ihrem 6. Jahrzehnt stellt sich die Universität Regensburg mit ihren vielfältigen Bachelor-, Master- und Staatsexamensstudiengängen in einem systemakkreditierten Qualitätsmanagementsystem, verstärkt ein auf den demokratischen Wandel, auf die unaufhaltsam fortschreitende Digitalisierung aller Lebens- und Arbeitsbereiche, auf die zunehmende gesellschaftliche und soziale Diversität und auf berechtigte Forderungen nach mehr Inklusion und Partizipation. Mit neuen und in besonderer Weise auch inter- und multidisziplinären Studienangeboten reagieren wir auf die sich beständig wandelnden Wissenschaftsfelder und auf die sich beständig veränderten Anforderungen der Berufswelt gleichermaßen. Gesondert erwähnen möchte ich an dieser Stelle zwei zum Wintersemester 17/18 neu angelaufene Studiengänge in unterschiedlichen Fachbereichen. Den Bachelor Wirtschaftschemie an der Schnittstelle zwischen Chemie- und Betriebswirtschaftslehre und den MA Digitale Medien in den Geistes- und Kulturwissenschaften, der im Zusammenhang steht mit einer mehrere Millionen Euro umfassenden Förderung der Universität Regensburg, der FAU Erlangen-Nürnberg und der LMU München aus dem Innovationsprogramm Digitaler Campus Bayern der Bayerischen Staatsregierung. Die profilierte Weiterentwicklung und konkurrenzfähige Konturierung unseres Studienangebots, zum Beispiel im Bereich unseres größten Studiengangs, des kombinatorischen Bachelorstudiengangs in den Geistes- und Kulturwissenschaften, sowie im Feld inter- und multidisziplinärer, noch stärker englischsprachiger Masterstudiengänge bilden ein wesentliches strategisches Handlungsfeld in den kommenden Semestern. Denn auch die Universität Regensburg steht im harten Wettbewerb um Studierende und in nationaler und internationaler Konkurrenz um die besten Talente. Nicht unerwähnt soll in diesem Zusammenhang die erfreuliche Zusage der Staatsregierung vom April 2017 bleiben, der Universität Regensburg neue Lehrstühle für Sonderpädagogik zur Verfügung zu stellen. Mit der Einrichtung der Sonderpädagogik an der Universität Regensburg verstärken wir die Lehramtsausbildung und die Lehr-Lern-Forschung hier in Regensburg. Besonders hinsichtlich der mit diesen Lehrstühlen verbundenen gesellschaftlich hochrelevanten Themen der Inklusion. Universität ist der genuine Ort der Grundlagenforschung und der genuine Ort der Einheit von Forschung und Lehre, der Gemeinschaft der Lehrenden und Lernenden der Universitas Magistrorum et Scholarium. Und so stehen unsere universitären Studienangebote stets in einem unabdingbaren Nexus mit der erfolgreichen und zukunftsorientierten Forschung unserer Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. Das Jubiläumsjahr 2017 war ein gutes Jahr für die Forschung an der Universität Regensburg und für den Wissenschaftsstandort Regensburg.
Das Jahr begann mit etwas, was man mit Fug und Recht einen Meilenstein für den Wissenschaftsstandort nennen kann, dem Beginn der Arbeit der ersten außeruniversitären Forschungseinrichtung in Gestalt des Leibniz-Instituts in Ost- und Südosteuropa-Studien unter der Leitung seines Direktors Prof. Dr. Ulf Brunbauer zum 1. Januar 2017. Die Ansiedlung außeruniversitärer Forschungseinrichtungen gehört erklärtermaßen zu den hochprioritären strategischen Zielen der Universität Regensburg. Und wir sind froh, dass gerade zum Jubiläumsjahr in diesem Handlungsfeld nun dieser erste Schritt auch ganz offiziell vollzogen wurde. Und dass es beim RCI, dem Regensburger Zentrum für Interventionelle Immunologie, zügig und gut vorangeht. Wir haben einen weiteren der neu geschaffenen Lehrstühle, den für Immunologie mit Prof. Dr. Markus Feuerer hochkarätigst besetzt. Und wir haben im März 2017 den Grundstein für das insgesamt 15 Millionen teure Forschungsgebäude D5 gelegt, für dessen Finanzierung und Unterstützung wir an dieser Stelle noch einmal ausdrücklich uns beim Bayerischen Landtag und beim Wissenschaftsministerium bedanken. Das Forschungsgebäude D5 wird 2019 bezugsfertig sein. Gleichzeitig laufen momentan vielversprechende Berufungsverfahren für die zwei nächsten Lehrstühle mit Besetzungsziel Sommer 2018. Und die RCI-Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler ernten mit hochrangigen internationalen Publikationen und Auszeichnungen höchste Anerkennung. Wir sind beim RCI also weiterhin sehr gut und planmäßig unterwegs in Richtung Leibniz-Institut 2022-23. Auch im zweiten Bereich außeruniversitärer Forschungseinrichtungen Fraunhofer geht es gut voran. Nicht zuletzt auch hier durch die unablässige Unterstützung durch den Landtag und die Bayerische Staatsregierung. Professor Dr. Christoph Klein leitet nach positiver Begutachtung der personalisierten Tumortherapie nunmehr seit dem 1. Januar 2017 einen eigenen Bereich des Fraunhofer Instituts für Toxikologie und Experimentelle Medizin, ITEM, hier vor Ort in Regensburg. Wie hoch renommiert die von Professor Klein geleiteten Arbeiten sind, zeigt sich auch darin, dass die klinische Forschergruppe Selektion und Adaption während der metastatischen Krebsprogression jüngst von der DFG für weitere 3 Jahre mit einem Volumen von insgesamt 5 Millionen Euro gefördert wurde. Im April 2017 nahmen 2 neue Graduiertenkollegs ihre Arbeit auf. Das Graduiertenkolleg Neurobiologie emotionale Dysfunktion mit seiner Sprecherin Frau Prof. Dr. Inga Neumann und das Graduiertenkolleg Metropolität in der Vormoderne mit seinem Sprecher Prof. Dr. Jörg Oberste. Diese beiden neuen DFG-geförderten Graduiertenkollegs stellen vor allem durch ihre interdisziplinäre Ausrichtung in Theorieansätzen und Themenfokussierung sowie in ihrer modellhaften multidisziplinären Struktur eine wesentliche Bereicherung sowohl in den Natur- und Lebenswissenschaften als auch in besonderer Weise in den Geistes- und Kulturwissenschaften dar. Gewachsen sind wir auch im Bereich der DFG-Sonderforschungsbereiche. Wie die außeruniversitären Forschungseinrichtungen ein hochprioritäres strategisches Handlungsfeld und ein Bereich, in dem sich bekanntermaßen nur die leistungsstärkste Forschung und nur die kreativsten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler durchsetzen. Daher freuen wir uns sehr, dass im Mai 2017 die Neueinrichtung des SFB 1277 emergente relativistische Effekte in der kondensierten Materie in der Physik mit seinem Sprecher Prof. Dr. Klaus Richter von der DFG mit einer Fördersumme von insgesamt über 9 Millionen Euro bewilligt wurde. Und wir freuen uns in ganz besonderer Weise, dass in der vergangenen Woche am 24. November der Transregio SFB 221 Modulation der Transplantat gegen Wirt und Transplantat gegen Leukämie Immunreaktion nach allogener hämatopoetischer Stammzelltransplantation in der Medizin an den Universitäten Regensburg, Erlangen und Würzburg unter der Federführung der Universität Regensburg und mit dem Regensburger Sprecher Prof. Dr. Wolfgang Haar von der DFG mit einer Fördersumme von insgesamt 14 Millionen Euro bewilligt wurde. Mit der Neueinrichtung dieses SFB wird das von RCI und von der Fraunhofer-Gruppe bereits hervorragend bearbeitete Forschungsfeld noch einmal entscheidend verstärkt. Und ebenfalls in der vergangenen Woche wurde zu unserer großen Freude der SFB 1085 Higher Invariance in der Mathematik mit seinem Sprecher Prof. Dr. Guido Kings mit einer Fördersumme von insgesamt 7 Millionen verlängert. Eine mehr als verdiente Bestätigung der herausragenden Forschungsstärke unserer Mathematik. Mit diesen Bewilligungen
erhöht sich die Zahl der SFBs, der Sonderforschungsbereiche an der Universität Regensburg, auf nunmehr insgesamt 7. Eine wirklich stattliche Anzahl. Vor diesem Hintergrund sind wir naturgemäß zwar enttäuscht, dass wir im September mit unserem Clusterantrag in der hochkompetitiven und politisch umkämpften Exzellenzstrategie nicht weitergekommen sind, aber um die Zukunft der Forschungsuniversität Regensburg ist uns vor dem gezeigten Hintergrund deshalb keineswegs bange, denn wir vertrauen fest auf das Potenzial und auf die Leistungsfähigkeit unserer Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. Dazu tragen natürlich auch die zahlreichen organisatorisch und forschungsstrukturell jeweils ganz unterschiedlich aufgebauten Einzelprojekte aus der DFG, EU, BMBF und Ministeriumsförderung in allen Bereichen der Universität Regensburg maßgeblich bei. Aus der Vielzahl der 2017 neu bewilligten Projekte seien hier nur einige stellvertretend genannt, um die Streuung über die gesamte Spannbreite unserer Fächer und Fakultäten sowie über die verschiedenen Förderinstitutionen zu veranschaulichen. Das DFG-COSELEC-Projekt und der ERC Advanced Grant aus dem Bereich der Photokatalyse, beide Male von Professor König aus der Chemie. Das DFG-Beethoven-2-Projekt zum Sprachwandel in bilingualen Familien von Professor Hansen aus der Slavistik. Das BMBF-Projekt zur Emotionsbewältigung in der Psychotherapie von Professor Mühlberger aus der klinischen Psychologie und Psychotherapie. Das BMBF-Projekt Lernen macht Schule von Professor Dr. Heidrun Stöger aus der Schulpädagogik. Und das mit Mitteln des Bayerischen Staatsministeriums für Wirtschaft und Medien, Energie und Technologie geförderte Projekt Professor Dr. Bernd Heinrich aus der Wirtschaftsinformatik aus dem Bereich der Big Data und IT-Sicherheitsforschung. Wenn die Universität Regensburg mit solchen und vielen anderen Projekten ihre Drittmittelquote in den letzten Jahren kontinuierlich steigern konnte, so ist dies der Erfolg und der Verdienst aller antragstellenden Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler im Verbund wie in der Einzelforschung. Auch im abgeschlossenen Jahr 2016 konnte das verausgabte Drittmittelaufkommen der Universität Regensburg wiederum gesteigert werden, auf nunmehr über 62 Millionen Euro. Inklusive Medizin und Universitätsklinikum Regensburg. Für das noch laufende Jahr 2017 deuten die naturgemäß noch nicht abgeschlossenen Zahlen erneut auf eine leichte Steigerung. 62 Millionen Euro Drittmittel ist viel Geld. Und trotz aller immer wieder und zum Teil auch berechtigt geäußerten Kritik an Drittmittelquoten ein Ausweis wissenschaftlicher Konkurrenz und Leistungsfähigkeit in unserer eigenen Peer-Review-basierten Währung. Dennoch ruht dieser Zahl, wie der Drittmittelquote jeder anderen Universität als Summe zeitraumgebundener Projektmittel, eine ebenso unabweisbare Ambivalenz inne, verweist sie doch in struktureller Hinsicht auf die seit Jahren zunehmende Unwucht zwischen Grundfinanzierung und Projektfinanzierung. Und ohne die Jubiläumsfreude trüben zu wollen, oder vielleicht gerade, weil wir gemeinsam für die Universität Regensburg und alle anderen Universitäten nach vorne blicken, muss darauf hingewiesen werden, dass die Grundfinanzierung für die Universitäten in Deutschland und selbst für die erkennbar besser ausgestatteten Universitäten in Bayern verbesserungsfähig ist. Und so muss auch und gerade heute die Notwendigkeit zur nachhaltigen Erhöhung der Grundfinanzierung der Universitäten unterstrichen werden. Die gezeigten Projekte, Zahlen und Erfolge unterstreichen, dass sich der stete Nachdruck auf die Forschung für die Universität Regensburg auszahlt und unsere Universität voranbringt. Wir werden in den vor uns liegenden Jahren die Profilierung und Sichtbarkeit der Universität als national und international renommierte Forschungsuniversität beständig verstärken und erhöhen. In allen fachlichen Bereichen und in allen Ausprägungsformen von Verbund und Einzelforschung, für die es in Zeiten zunehmender Bürokratisierung und kassierender Dokumentationsunkulturen gleichermaßen gilt, die für die Wissenschaft unabdingbaren Freiräume zu erhalten und beständig neu zu schaffen. Die zukünftige Leistungsfähigkeit und Attraktivität unserer Forschung und der Universität Regensburg insgesamt wird zu einem guten Teil auch davon abhängen und davon profitieren, dass wir den eingeschlagenen Weg zu mehr Inter- und Multidisziplinarität und zu mehr Kooperation in Forschung, Lehre und Infrastruktur mutig weitergehen. Neue Projekte und Handlungsfelder wie das Center for International and Transnational Area Studies im Bereich der Regionalwissenschaften und Kulturwissenschaften,
das Regensburger Center for Ultrafast Nanoscopy am Schnittpunkt mehrerer Natur- und Lebenswissenschaften, das gerade neu aufgelegte inneruniversitäre Forschungsförderungsprogramm UR Fellows sowie Planungen im Bereich von Core Facilities und Forschungsbauten verdeutlichen sowohl das Potenzial als auch die Notwendigkeit, mehr als bisher noch über existente Zuordnungen und Strukturen hinaus in wissenschaftlichen Querschnittschancen und infrastrukturellen Querschnittsaufgaben zu denken. Liebe Gäste der Universität Regensburg, in den vergangenen Jahren habe ich über unsere Nachwuchsförderung an dieser Stelle zumeist recht detailliert am Beispiel der Etablierung unseres Graduiertenzentrums oder einzelner Preise und Erfolge unserer Early Career Scientists und Scholars gesprochen. Heute möchte ich für diesen Bereich anstelle der natürlich auch in diesem Jahr wieder eingeworbenen Heisenberg-Stipendien oder Eminöter Nachwuchsgruppen eher zwei programmatisch strukturelle Handlungsfelder und eine Zahl mit viel Deutungspotenzial ansprechen. So hat das 2014 initiierte und in Kooperation mit der Universitätsfrauenbeauftragten organisierte Academic Research Sabbatical Programm zur Freistellung von Postdocs für ihre eigenen Forschungs- und Qualifikationsarbeiten mittlerweile 33 jungen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern das verschafft, an dem es nur allzu häufig gerade auch in der Qualifikationsphase hängt. Freiräume, Flexibilität und Mobilität. Das im Januar 2017 eingerichtete BayWIS-Verbundkolleg Gesundheit zur Förderung kooperativer Promotionen zwischen Universitäten und Hochschulen für angewandte Wissenschaften mit Sitz hier an der Universität Regensburg hat sich sehr dynamisch entwickelt und umfasst mittlerweile 4 Träger und 12 Partnerhochschulen. Und schließlich möchte ich Ihnen eine Zahl mit viel Deutungspotenzial präsentieren. Die Zahl 123. 123 Nachwuchswissenschaftlerinnen und Nachwuchswissenschaftler an der Universität Regensburg haben in den vergangenen 10 Jahren einen Ruf an eine andere Universität erhalten. Darunter 25 Frauen und 23 internationale Rufe. 123 Rufe an Early Career Scientists and Scholars belegen eindrucksvoll den Beitrag der Universität Regensburg über die Jahre zur wissenschaftlichen Nachwuchsförderung und zur Systemerneuerung und Selbsterneuerung des Wissenschaftssystems. Mit der Einführung des Tenure-Track-Programms Professur im Frühjahr 2017 haben wir darüber hinaus einen wichtigen Schritt zur Modifikation der herkömmlichen Personalstrukturen an der Universität Regensburg im Interesse von Early Career Scientists and Scholars getan. Die internationalen Rufe an unsere Nachwuchswissenschaftlerinnen und Nachwuchswissenschaftler tragen ebenso wie die internationale Mobilität durch die verschiedenen Programme auf ihre spezifische Weise zum Ausbau unseres internationalen Netzwerks bei. Bekanntermaßen wurde die Universität Regensburg in den Zeiten des Kalten Krieges mit dem spezifischen Internationalisierungsauftrag der Brücke nach Osten gegründet. Bis heute kommt sie diesem historischen Auftrag in glücklicherweise veränderten geopolitischen Konstellationen erfolgreich und mit großem Engagement nach. Wie die Bilder alle neu seit dem Dies Academicus 2016 zu bayerisch-tschechischen Kooperationen exemplarisch und notgedrungen ausschnitthaft für alle unsere Partnerschaften nach Mittelost- und Südosteuropa veranschaulichen. Zugleich ist die Universität Regensburg über die Jahre in ihrer internationalen Ausrichtung gewachsen und versteht sich heute als eine transnationale Drehscheibe in einem global ausgespannten, alle Forschungs- und Lehrfelder auf höchstmöglichem Niveau umfassenden Netzwerk an internationalen Wissenschafts- und Studierendenaustauschbeziehungen. Und sie unterhält mehr als 320 Partnerschaften auf allen Kontinenten. 2017 kamen Abkommen mit kanadischen und chinesischen Universitäten hinzu und erst vor wenigen Tagen ein Abkommen mit der University of California, Berkeley. Im Wintersemester 17-18 studieren, forschen und lehren 1740 internationale Studierende und 340 Gastwissenschaftlerinnen und Gastwissenschaftler aus weit über 100 Ländern bei uns und bereichern mit ihren vielfältigen Perspektiven und unterschiedlichen Identitäten das universitäre Leben und wissenschaftliche Arbeiten. In der Transnationalität und in der kulturellen Vielfältigkeit unserer Universität und aller ihrer Angehörigen, in der Universitas als Diversitas, manifestiert sich jene Vielstimmigkeit, jede Weltoffenheit und jene Freude an neuen Begegnungen, die wir ethnozentrischen Überlegenheitsideologien, rechtspopulistischen Tendenzen
und den dumpfen Stimmen der Fremdenfeindlichkeit und des Rassismus in Deutschland und überall anderswo in der Welt entgegensetzen. Zu einem Bericht des Präsidenten gehört natürlich auch ein Wort zu unseren baulichen Entwicklungen. Sie sehen hinter mir noch einmal die eingangs gezeigte Gegenüberstellung zweier Luftbilder des Areals unseres Campus, damals und in jüngster Zeit. Seit der Grundsteinlegung für das Sammelgebäude im Jahr 1965 hat sich das seinerzeit noch weitgehend freie Feld in den nachfolgenden Jahrzehnten mit einem architektonisch einzigartig konzipierten, mehrfach preisgekrönten, allerdings auch immer wieder sanierungs- und erweiterungsbedürftigen Campus-Ensemble gefüllt. Und wir sanieren und bauen kräftig weiter und machen auch dadurch die Universität Regensburg fit für die Zukunft. Mit der großen Unterstützung der Abgeordneten des Bayerischen Landtags, der Bayerischen Staatsregierung und immer wieder unseres Wissenschaftsministeriums. Auch für diese Investitionen in die Zukunft der Universität Regensburg und des Wissenschaftsstandorts Regensburg sei an dieser Stelle ganz herzlich Dank gesagt. Gestern konnten wir den neuen, jetzt barrierefreien Zugang vom Busbahnhof zum Forum einweihen. Im Juli bewilligte der Landtag 49 Millionen Euro für die Sanierung der Tiefgarage, was Versorgungsstraßen, Sicherheitstechnik, Statik, Grundleitungen und vieles mehr einschließt. Und Ende Oktober bewilligte der Landtag 114 Millionen Euro für ein neues Forschungs- und Lehrgebäude für die vorklinische Medizin. In der architektonischen Entwicklung der Campuslage und Campusstruktur manifestiert sich das über 5 Jahrzehnte gewachsene Selbstverständnis der Universitas Ratisbonensis. So, wie sich in der zukunftsorientierten Gestaltung und Konzeption von neuen Gebäuden auf unserem lebendigen Campus wandelnde Wissenschaftsanforderungen und inter- und multidisziplinäre Fortentwicklungen spiegeln. Baumaßnahmen der erwähnten Art und Neuplanungen unterschiedlicher Konkretisierungen sind in ihrer materiellen wie symbolischen Wirkung und in ihrer motivatorischen Aussagekraft für die Perspektiven und die Zukunftsfestigkeit einer Universität und unserer Universität kaum zu überschätzen. Zusammen mit unserer leistungsstärkenden Forschung und Lehre sind solche infrastrukturellen Perspektiven letztlich auch entscheidende, harte Faktoren, wenn es um die Gewinnung von neuen Kolleginnen und Kollegen sowie um die Abwehr von externen Rufen geht. Natürlich immer auch im Zusammenspiel mit der hohen Lebensqualität in der Stadt Regensburg und in der Region als weiche Faktoren. Und wenn auch im vergangenen Jahr hochrenommierte externe Rufe abgewehrt werden konnten und ausgezeichnete neue Kolleginnen und Kollegen gewonnen werden konnten, dann freut uns dies im 50. Jubiläumsjahr besonders. Denn letztlich und zuvorderst sind es immer die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die im Zentrum von Wissenschaft und Universität und im Zentrum der Zukunft von beiden stehen. In Regensburg geblieben und nicht an die LMU München, nicht an die Bundeswehr-Universität und nicht an die Catholic University in Washington, die Sie gegangen sind, Professor Dr. Rupert Huber aus der Physik, Professor Dr. Andreas Mühlberger aus der Psychologie und Professor Dr. Tobias Niklas aus der katholischen Theologie. Neu zu uns gestoßen sind Professor Dr. Christopher Bohr, Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde, Professor Dr. Markus Feurer, Immunologie, Professor Dr. Alexander Helgard, Rechtswissenschaft, Professor Dr. Sven Hilbert, empirische Bildungsforschung, Professor Dr. Maike Munzer-Kiefer, Grundschulpädagogik, Professor Dr. Karin Pfister, Gefäßchirurgie, Professor Dr. Julia Rehbein, organische Chemie, Professor Dr. Rupert Scheule, Moraltheologie und Professor Dr. Samuel Sosolla, Kardiologie. Wir freuen uns natürlich sehr, dass die Zahl der Professorinnen unter den Neuberufenen doch sehr ansehnlich ist. Unter den 35 neuberufenen Professoren, Professorinnen des Eröffnungssemesters im Wintersemester 67-68 hingegen war lediglich eine Frau, die Wirtschaftswissenschaftlerin Frau Professorin Dr. Lore Kullmann. Seither haben wir uns beim Anteil der Professorinnen deutlich verbessert, sind aber noch nicht da, wo wir sein sollten und wo wir auch sein wollen. Mit einem Anteil von fast genau 60% weiblichen Studierenden liegt die Universität Regensburg seit längerem über dem Bundesdurchschnitt.
Aber auch an der Universität Regensburg geht im weiteren Fortgang wissenschaftlicher Karrieren, vor allem nach der Promotion, die Schere zwischen Männern und Frauen immer noch auseinander. Mit besonderem Nachdruck unterstützen wir daher Frauen in den verschiedenen Qualifikationsphasen und vor allem in der Postdoc-Phase in enger Zusammenarbeit zwischen der Universitätsleitung, der Universitätsfrauenbeauftragten und der Koordinationsstelle Chancengleichheit und Familie. Wir tun dies mit einer breiten Palette an Förderungs-, Mentoring- und Dual-Career-Programmen. Das Academic Research Sabbatical-Programm sei noch einmal stellvertretend genannt. Und wir tun Dinge unterschiedlichster Art im Handlungsfeld der Frauen- und Familienförderung, die es nicht an jeder Universität gibt. Zusätzlich zu den bereits vorhandenen breiten Angeboten zur Familienunterstützung und Kinderbetreuung haben wir einen neuen Spielplatz für Kinder von Universitätsangehörigen gebaut und im Juli 2017 eröffnet. Nicht jeder Präsident darf in seiner Amtszeit an einem heißen Sommertag eine Piratenflagge über einem Piratenschiff auf dem Spielplatz hissen. Und wir haben als Ausdruck der Bedeutung, die wir der Chancengleichheit und der Frauenförderung beimessen, zum 1. Juli die Universitätsfrauenbeauftragte als Mitglied der Universitätsleitung berufen. Sie sehen hier die Universitätsleitung bis zum 30. September 2017 mit der vormaligen Universitätsfrauenbeauftragten Frau Professor Dr. Susanne Motrow und die Universitätsleitung seit dem 1. Oktober 2017 mit der neuen Universitätsfrauenbeauftragten Frau Professor Dr. Ursula Regner. Meine sehr geehrten Damen und Herren, zu Beginn ihres zweiten halben Jahrhunderts steht die Universität Regensburg vor großen Herausforderungen und vor allem vor großen Chancen. Chancen und Herausforderungen, denen wir bereit für besonnenen und kreativen Wandel und offen für verantwortungsvolle Gestaltung und Neuorientierung in die Zukunft hinein begegnen werden. So, wie dies über die vergangenen mehr als 50 Jahre hinweg seit der Gründung 1962 und dem Beginn des Vorlesungsbetriebs 1967 geschehen ist. Und so, wie dies unsere Festschrift 50 Jahre Universität Regensburg in ihren über 80 Beiträgen zur Geschichte, zur Gegenwart und zu den Zukunftsperspektiven unserer Alma Mater dokumentiert. Die Festschrift ist entstanden unter der Projektleitung Prof. Dr. Christoph Wagner, bis zum 30. September 2017 Vizepräsident für Netzwerke, Transfer, Öffentlichkeit. Und sie ist, wie geplant, punktgenau zum Dies erschienen. Die Festschrift, der Festband, ist vieles in einem. Eine bewusst vielstimmig gestaltete Konstellation ganz unterschiedlicher Perspektiven und vielfältiger Themen. Eine Anthologie im besten Sinne des Wortes aus Rückblicken, Erinnerungen, Leistungsberichten, Meilensteinen, Anekdoten, Dokumentationen, Zukunftsperspektivierungen und vielem anderen mehr. Und eine neuartige Zusammenstellung historischer Bilder und neuer Fotografien unseres Campus und unseres Campuslebens. Zuvorderst und vor allem aber ist sie eine Hommage an die vielen, vielen Menschen, die die Universität Regensburg geschaffen, gestaltet und unterstützt haben und zu dem gemacht haben, was sie heute ist und weiter werden kann und wird. Ich freue mich daher jetzt sehr, dass ich Ihnen, Herr Staatsminister Dr. Spaenle, das erste Exemplar der Festschrift 50 Jahre Universität Regensburg überreichen kann, symbolisch und stellvertretend für alle Repräsentanten aus Bundestag, Landtag, Stadt, Landkreis, Bezirken, Kirchen, bayerischen Universitäten, internationalen Partneruniversitäten und natürlich aus den universitären Gremien, die ein Exemplar erhalten werden, die alle ein Exemplar erhalten werden, als Zeichen der Wertschätzung und Dankbarkeit der Universität Regensburg. Herr Staatsminister, ich darf Sie. Nach dieser eindrucksvollen Bilanz lassen Sie mich eines sagen. Der Freistaat Bayern ist stolz auf die Universität Regensburg. Applaus
Liebe Angehörige, Gäste und Freunde der Universität, die Festschrift 50 Jahre Universität Regensburg ermöglicht die Begegnung mit unserer Universität. Vielfältige und auch neuartige Begegnungen. Und sie zeigt, dass die Universität Regensburg in ihrem 50. Jubiläumsjahr zuversichtlich und mutig nach vorne schaut. Voller Ideen, voller Pläne für die dynamische Weiterentwicklung ihres wissenschaftlichen Potenzials als national und international profilierte Universität und untrennbar verbunden mit dem altehrwürdigen Gedanken der Universitas als Humanitas und mit dem Verständnis von Wissenschaft als freies Streben nach Erkenntnis und als freie Suche nach der Wahrheit. Ich danke Ihnen.